Ja, merci. Was für ein verrücktes Spiel. Gleich in der ersten Runde in der Neichen Regionalliga Salzburg. 4-4 aufgeholt nach einem 4-1 Rückstand. Du hast jetzt 3 Goalen innerhalb von 8 Minuten gemacht. Erklär kurz, was da jetzt so durch den Kopf geht. Ah, so kann Fußball eigentlich sein. Eine geile Partie von allen beiden Mannschaften. Ich glaube, dass wir die ersten 15, 20 Minuten super eingestartet haben. Haben 2 oder 3 Tausender gehabt. Von mir der Kopfball, ich glaube, der war, ja, und dann vom Peppi der Schuss, ich glaube, der Faiser hat einmal. Ja, und dann, wie es halt im Fußball so ist, machst du nicht, kriegst. Und 1-0, dann das 2-0. Haben wir gedacht, das gibt es normalerweise nicht. Okay, und dann kommst du halt mit 2-1 mit einem Elfer zurück und in der Halbzeit besprichst, wie wir das besser machen können. Ja, und dann kriegst du wieder 2 Goal. Ja, nach 4-1 habe ich mir ehrlich gedacht, scheiße, Alter. Wenn wir so weiter, dann vielleicht kriegen wir Packung, aber ja, im Fußball darfst du nie aufgeben. Man sieht, was los ist und dass mir nachher in 8 Minuten der Hattrick gelingt, ist schön für mich, aber das zeigt der Moral der Mannschaft. Also wirklich der Charakter in der Mannschaft ist, es spiegelt sich nach außen vielleicht, okay, wir waren 4-1 hinten, aber ich weiß, dass da so viel in der Mannschaft steckt und charakterlich, menschlich sind alle top auf einem hohen Level und ich glaube, dass uns das noch ein auszeichnet hat, dass wir nur mal so zurückkommen. Es wird immer das Wort Druck so, wie soll man sagen, überstrapaziert. Favoritenrolle war ein bisschen bei euch jetzt vor dem Duell mit den Neuverstärkungen. Spielt das irgendwie eine Rolle oder hat es eine Rolle gespielt in dem Spiel nach dem 4-1 Rückstand? Ja, Favoritenrolle hin und her, du sagst es richtig. Wir haben 12 oder 13 Neiche geholt und jeder sagt, ja, der SAK. Aber die anderen schlafen ja auch nicht. Ich finde auch nicht, eine super junge Mannschaft, eine gängige Mannschaft, spielen dann schon super Fußball und man kann da nicht irgendwo hinfahren oder die Gegner kommen zu uns und sagen, ja, wir schießen die alle ab. Ich glaube, dass sich das im Fußball nicht abspielt. Aber es war eine geile Partie für die Zuschauer, glaube ich, die letzten 10, 15 Minuten, ein Traum. Und so kann es eigentlich weitergehen, die Regionalliga. Das verspricht ja einiges für die neue Saison. Alles Gute und gratuliere nochmal, merci. Viel Spaß beim Feiern. Danke, ja.